viele kennen Eishockey, ja, noch nicht so viele kennen Sledgehockey. Was würdest du sagen, Gemeinsamkeiten, Unterschiede zwischen den beiden Disziplinen? Also Gemeinsamkeiten ist die Spielfläche. Wir spielen auf dem gleichen Eis wie die Fußgänger. Wir haben die gleichen Tore wie die Fußgänger. Das ist eigentlich für uns schon mal ein Nachteil, weil wir sind kleiner und müssen den Raum anders abdecken. Ja, und das Einzige, was wir noch zusammen haben, sind die Ausrüstung, Helm, Handschuhe, ja, und was drunter steckt. Und dann kommen schon die Sachen, die uns differenzieren. Wir haben zwei Schläger. An den Schlägern haben wir Spikes zur Fortbewegung, weil sonst geht es nicht. Ja, und was wir noch haben, ist eben der nette Schlitten, wo wir drinnen sitzen. Eben das englische Wort Sledge. Auf dem Kufenblock gelagert, eine Sitzschale, um sich festzumachen, um eben sozusagen die Fortbewegung auch darzustellen. Ne? Und das ist, ja gut, eine kleine Differenzierung haben wir noch. Unsere Spielzeit ist 5 Minuten pro Drittel kürzer. Ja, das ist aber, weil wir mit den Armen das Gleiche machen wie die Fußgänger. Das heißt, wir haben die 60 Meter auch zu überwinden. Und wir machen das Dreifache an Arbeit, was der Beinmuskel machen muss. Und wir sind hinterher genauso fit wie die Jungs zu Fuß. Wahrscheinlich sogar noch fitter. Wahrscheinlich sogar noch fitter. Und ja, was vielleicht viele Laien überrascht bei euch, geht es unglaublich zur Sache, unglaublich viel Tempo drin. Ja. Geht richtig ab, ne? Das ist kein großer Unterschied zum Eishockey in der Hinsicht. Nee, also ich habe das, wie ich das erste Mal auf so Schlitten gesessen habe, habe ich gedacht, das geht gar nicht. Und am zweiten Mal habe ich gedacht, naja, das wird schon. Und jetzt mache ich es schon seit 2002, das heißt also in Summe 11 Jahre. Und ich merke jedes Mal, wenn ich von der Behinderung, die ich habe, außerhalb des Eises, Prothesen aus, auf den Schlitten, was ich für eine Dynamik mit mir habe. Also ich habe eine Freiheit, wo ich sage, das muss man erstmal hinkriegen. Und manch einer, der neu aufs Eis kommt, der sagt auch, ah, wie machst du das? Ne? Ich sage einfach trainieren, trainieren, trainieren.